Schöpfung, hier ist Gott, die Inge und die Renate. Weihnachten steht mal wieder vor der Tür und, wie soll ich mal sagen, Inge, wir sind durch, gell? Ich weiß gar nicht, kommt mir so unwirklich vor. Normalerweise hast du ja so einen Stress vor Weihnachten. Das ist furchtbar, aber dieses Jahr, also ich würde mal sagen, von der Organisation her, 1A, besser kannst du es nicht machen. Die ganzen Geschenke sind ja schon am Lager. Besser kannst du es nicht machen. Es ist so, der Schlitten ist durch den TÜV, die Winterkufen sind auch drauf, jetzt muss der Günther nur noch die Geschenke rausfahren, fertig. Ich wüsste gar nicht, was jetzt überhaupt noch schief gehen könnte. Nichts, Renate, gar nichts. Du, dann fahre ich hier schon mal runter, ne? Und könnte eigentlich direkt eine Eierlikörchen anbieten. Oh. Das sag ich nicht, dein kostet den Nübischen wieder. Aber sicher. Guck mal. Ach, wie der schon ins Glas läuft. Du, oh ja. Diese Nübischen Eier, du kriegst ja keine Härte, aber nicht. Guck mal, der steht richtig im Glas. So, Bäusterchen. Ja, eine Frage mal, du. Ich hab doch, sonntags hab ich doch immer den Stammtisch, ne, mit der Reiterjungs von der apokalyptischen Reiter. Und da hatte Manfred gefragt, ob vielleicht mal wieder eine Apokalypse ansteht, ne? Also sie hätte halt Kapazitäten frei, gell? Und wenn man es jetzt rechtzeitig bucht. Und da habe ich ihm gesagt, ja, irgendwas hatte man. Was ist dann jetzt? Was hatte man dann? Weihnachten. So, ja, Weihnachten. Ja, das gibt jetzt natürlich die Möglichkeit, dass ich diese Apokalypse gebucht habe. Ne? Also, das lässt sich jetzt aber gar nicht mehr nachvollziehen. Ne? Das ist also eventuell, ne? das könnte halt sein. Ne? Also nur, dass man es jetzt schon einmal gehört hat. Günther, das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Sag mal, ich fasse es nicht. Wir sind hier kurz vor Weihnachten. Es war alles wunderbar. Ich hab ja den Eierlikör schon im Glas. Sag mal, wir hatten doch gesagt, dass du keine Zusagen mehr machst. Wie damals bei den Dinosauriern. Ja, aber der Meteorit, das war ein Schnäppchen. So billig kriegst du die sonst gar nicht. Du rufst da jetzt sofort wieder an bei dem Hermann. Was denn, Herr Herbert? Helmut. Martin. Ach, der Manfred. Ja, der Manfred. Ja gut, den könnten wir auch mal wieder anrufen. Ne? Ich sag nichts dazu. Das wird alles storniert und zwar ohne Stornokosten. Ja, da. Oh ja, da rufe ich mal an. Die Nummer müsste ich ja irgendwo haben. Ne? Da muss man halt mal suchen. Und wenn ich meine Brille wieder finde, ne, dann suche ich mal die Nummer. Manfred. Wo hab ich denn da Manfred in Telefonnummer, du? Ah ja, ohne Brille, da siehst du doch auch nichts hier, ne? Das ist wohl. Muss dann jetzt mal eine Brille sagen. Ne? Ah. Oh Gott, da ist er. Ja, das ist ja so dreckig. Gott, da siehst du ja gar nichts, ne? Zustände sind das. Hier, da ist es, das ist furchtbar. Was ist denn das hier? Och, der heilige Gral jetzt. Gott, was haben wir das Ding gesucht? Das haben wir gesucht, ja. Lieber Gott. Das ist ein Zeug, das ist aber auch ein Zeug, da findest du doch keinen Manfred nicht. Der Manfred, wo haben wir den? Renate, sehen wir noch nichts. Sag mal, dieser Manfred muss doch irgendwo gelistet sein. Ja, aber wir haben doch nur den Vornamen und es gibt hier so viele Anbieter. Hier, Apokalypse Müller, Apokalypse Matusek, Mertens, Meerbold und das jetzt nur bei M. Ganz kurz mal eben, da kommen ja jetzt wieder diese ganzen Briefe ran ans Christkind. Ehrlich gesagt, denke ich, dass ich aus dem Alter irgendwo auch ein Stück weit raus bin. Also ich finde das jetzt nicht mehr so ganz angemessen und denke auch, das müsste man mal ansprechen. Anstatt Christkind vielleicht Christmann? Jesus, das ist doch gar nicht für dich. Dafür haben wir doch extra den Aushilfsengel mit den lockigen Haaren. Also wir haben jetzt wirklich andere Probleme. Wir stehen ja kurz vor der Apokalypse. Und wir kennen nicht einmal den Anbieter.
Ja, Gott, so hat halt jeder sein Ding, ne? Aber ich fühle mich da irgendwo auch nicht so richtig wahrgenommen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. No. Doch, doch, Jesus. Wir haben's, wir schreiben's auch direkt mal auf, gell, Inge? Was ist los? Schreib's mal auf jetzt hier. Was ist denn jetzt aufschreiben? Das ist doch völlig egal. So, Jesus, ne? Wir haben's mal notiert. Ah, du siehst ja, was hier los ist. Ja, Gott? Manfred, in hier. Oh, da ist er. Ah, oh, guck doch mal hier. So, hier, Mann. Ja, der Günther, hier ist der Günther ist hier. Seid ihr unterwegs? Ja? Wieso? Was heißt keine Hausbesuche? Was? Wir müssen doch mit den Pferden. Aber wir haben doch die Pferde alles zusammen. Nein, jetzt. Gott, jetzt gib mir doch mal den Manfred, dass man das mal. Der Mann? Wieso gibt's keinen Manfred? Was ist das? Was? Maniküre. Ja, da steht's doch, Maniküre. Das ist doch. Da ist es doch ganz sinnlos, dass wir da telefonieren. Jetzt, das ist doch verkehrt. Das ist doch. Liebe. Nein! Ist dann der Manfred. Das war's Veterinäramt. Der Rudi hätte sich beschwert. Das ist doch ein Rentier. Ja, spricht der denn? Ich hatte mit dem noch nie ein Gespräch. Aber da fängt's doch schon an. Vielleicht fühlt er sich deshalb ausgegrenzt. Ja, also das kann ich gut nachvollziehen. Ja, aber das geht doch nicht. Jetzt will dieses Rentier eine Gewerkschaft gründen und verweigert die Auslieferung von den Geschenken. Ich flippe aus. Günther! Ja, was dann? Hast du jetzt irgendwas rausgefunden? Ja, die Maniküre macht keine Hausbesuche. Das ist vom Service her unterirdisch, ne? Was ist los? Günther, die Sache ist ernst. Du hast uns hier eine Apokalypse angezettelt. Der Anbieter ist überhaupt nicht zu erreichen und jetzt fällt uns noch das Rentier aus. Also, wie soll man denn da die Geschenke ausliefern? Da kann man gar nichts dazu sagen. Gar nichts kann man dazu sagen. Eine Katastrophe ist das. Entmündigen, sag ich nur. Ach, das ist jetzt bestimmt wie das Veterinäramt. Inge, bitte geh du dran, ich kann es nicht. Ich bin nicht da. Ja, hallo, sie ist nicht da und sie möchte auch gar nicht mit Ihnen sprechen, nicht? Nein, sie winkt auch ab. Wer ist Manfred von der Apokalypse? So, der Manfred, Alter, gib mal her jetzt hier. Günther, du machst jetzt gar nichts mehr. Absagen, alles absagen. Ja, das müssen wir leider stornieren. Ne? Ohne Stornokosten. Ja, nee, das muss man kostenfrei, müssen wir das stornieren. Was, bist du denn nicht? Ja, der Günther, der Günther ist doch gar nicht mehr rechtskräftig. Nein, wir brauchen keine Apokalypse, wir brauchen keine Reiter und wir brauchen auch keine Pferde. Nicht angestellt. Warte mal, Moment mal, gib mir mal den... Hallo? Ja. Sind Sie noch dran? Ja, nur mal so ins Blaue gedacht. Pferde. Sie haben ja Pferde, gell? Könnten die eventuell auch einen Schlitten ziehen? Ja, Ingeborg, unser Fazit nach einer Woche Praxistest der apokalyptische Reiter beim Geschenkeverteilen. Was können wir denn sagen? Pro, Contra, hat er sich bewährt? Also pro können wir sagen, vom Veterinäramt ist da jetzt nichts mehr zu befürchten. Nicht? Da ist eh nichts mehr zu machen, gell? Ja, nee, das ist richtig, ne? Das ist ein guter Punkt. Und Contra? Gut, ob diese Kinder jetzt langfristige Schäden davontragen, das kann man noch nicht beurteilen. Ja, gut, sicher, der eine oder die andere war schon etwas in Mitleidenschaft gezogen. Aber, also,
Die Ingeborg zum Beispiel, die hatte ja auch eine sehr schwere Kindheit, ne? Und hat es ihr geschadet? Ja, gut, sicher, sie hat natürlich schon einen gewissen Schaden davongetragen. Was soll denn das heißen? Ja, aber hat's ja immerhin noch zum Gott geschafft, ne? Wobei die Anteile da, sagen wir so, ich schlepp sie halt mit durch, ne? Die ganze Arbeit bleibt an mir hängen, das ist klar. Also ohne mich wäre das ja eine absolut trostlose Veranstaltung. Na, die gesamte emotionale Kompetenz, die liegt natürlich bei mir. Ja, das ja. Das ist doch hier vollkommen vergönnt. Sorry, nochmal ganz kurz wegen dem Christkind-Thema. Nein, Jesus, jetzt nicht! Ja, ja, ich bin doch der Heiland. Hallo? Eierlikörchen? Ich dachte schon, du fährst gar nicht mehr. So, ich hab nämlich schon mal was vorbereitet. So, also, Prösterchen! sehr gut. Ja, liebe Schöpfung, wir wünschen natürlich schöne Weihnachten, gell? Und diese apokalyptischen Reiter vor der Tür, nicht? Das ist nur temporär, nicht? Das ist noch nicht die richtige Apokalypse, nicht? Oder? Ja, nee, das ist jetzt erstmal nur vorübergehend, denke ich. Ja, nächstes Jahr hat der Rudi sicher seinen Tarifvertrag abgeschlossen und da ist er wieder am Start. Ja, in der Zwischenzeit haben wir hier noch ein paar Feel-Good-Videos, gell? Und der Abo-Button, also der drückt sich auch ganz toll, ne? Frohes Fest! Ich mach ein Stößchen und Bäuschen. So. Diesen Alkohol.